Die EM-Zeit geht am Sonntag zu Ende, ab 19.10 Uhr mit einer Sondersendung hier bei uns im Deutschlandfunk. Da übertragen wir das Finale zwischen Spanien und England. Dazu Studiogäste, viele Bilanzen und Analysen. Vielen Dank für diese erste Bilanz und den Ausblick auf den Sonntag an Andrea Schildke aus unserer Sportredaktion. Ja, genau nach, genau vor zwei Stunden sind wir zu uns zum Schweden-Norwegen-Trip 2024 gestartet. Und aktuell kämpfen wir mit jede Menge Autobahnsperrungen Richtung Norden. Sei es die A45, die jetzt schon ewige Zeiten nicht benutzbar ist von uns. Sei es die Kasseler Autobahn, wo wir jetzt hier meilenweit über Käferschöne gegengeführt werden, regt uns nicht besonders auf. So lerne, sehe ich noch mal Gegenden in Deutschland, wo ich nie zuvor war. Ja, nach 30 Stunden Anfahrt nähern wir uns jetzt unserem Zielgebiet in Dalsland, ganz nah an der norwegischen Grenze. Und wir verlassen jetzt gleich die Autobahn, dann über kleine Landsträßchen bis zu dem kleinen Örtchen Nössemark. Und da sind wir jetzt sehr gespannt, ob wir dort auf dem örtlichen Campingplatz einen Platz bekommen. Man kann dort wie auf etlichen Campingplätzen Skandinaviens nicht vorbuchen. Das heißt, man fährt hin, guckt, was Sache ist, und wenn man Pech hat, ist die Sache scheiße. Ja, wir fahren jetzt in Kürze über die schwedisch-norwegische Grenze und die Anfahrt zum Örtchen Nössemark geht auch über norwegisches Gebiet. Ja, in Norwegen zahlt man Straßenmaut und wir sind jetzt elektronisch erfasst worden. Und okay, bin gespannt, wie die Abrechnung hier funktioniert später. Jetzt gehen wir in 900 Metern, verlassen wir die Autobahn und fahren in die Dalsland-Seenregion an den Stora Lee. Thank you.
hinten. Hier. Hier. Jetzt wohin? Das ist 4 Meter entfernt von dem dahinter genauso. Dahinter? Also links von dem. Links von dem. Ja, ich hänge ein bisschen in den Seilen, so eine Tour über 1600 Kilometer in kürzester Zeit, ohne lange Pausen, runterzureisen mit dem Pendellager an der Autobahn. Das geht auch nicht an mir spurlos vorbei, aber immer wieder bewundere ich unsere Hunde, die lange Fahrten wegstecken, total friedlich hinten pennen. Aber diesmal haben wir unsere E-Bikes mitgenommen. Zum ersten Mal E-Bikes auch mit in Schweden, Norwegen, damit wir unsere Hunde angemessen beschäftigen können. Denn neulich bei meinem 4-Wochen-Trip an Elbe und Havel, da fiel mir anschließend auf, dass Ava ein bisschen an Kondition verloren hatte, weil sie einfach zu wenig zum Laufen kam. Und deshalb werden wir jetzt hier auch immer wieder kleine Radtouren durch die Pampa schwedischer Wildnis unternehmen, wie heute Abend noch. Oh, hier sieht es aber etwas abgefackelt aus. Ja, Samira hat es heute schon gesagt, wir fühlen uns jetzt ab heute wieder so, wie wir Schweden kennen, wie wir Schweden lieben. Den Geruch in der Luft, die Ruhe in der Luft, in der Landschaft, die schönen Häuschen ohne Gefängnismauern, ohne Zäune, ohne Stacheldraht. Einfach mehr so ein Feeling, ein Freifeeling, ein Feeling feel free. Okay, und gerade sind wir auf dem Weg zur Fähre, die über den langgezogenen Stora Allé geht. Hola.
mit den Einstufen gucken.